Herzlich willkommen zur digitalen Lighthouse Lounge in der Adventszeit. Weihnachten, woran mein Herz hängt. Ja, was ist mir eigentlich an Weihnachten besonders wichtig? Diese Frage stellt sich im Grunde in jedem Jahr. In diesem finde ich nochmal besonders dringlich. So oft höre ich, dass Weihnachten in diesem Jahr nicht das Weihnachten wird, wie wir es kennen. Dass Corona ja alles verändert hat. Ja, Corona hat vieles verändert. Aber nicht alles, wie ich finde. Und fühle mich eingeladen, in diesem Monat nochmal besonders darüber nachzudenken, was Weihnachten für mich eigentlich zu Weihnachten macht. Diesem Gedanken wollen wir heute nachgehen. Zusammen mit der guten Musik der Lighthouse Band, mit einer Kurzgeschichte und einem geistlichen Impuls. Und wir laden euch ein, darüber nachzudenken. Weihnachten, woran hängt eigentlich dein Herz?
Ich bin Nummer 253. Während des Zweiten Weltkrieges in der NS-Zeit wurde ich von einem deutschen Militärgericht zum Tode verurteilt. Da ich verheiratet war und 4 Kinder hatte, wurde das Urteil dann in eine langjährige Lagerhaft umgewandelt. 9 Monate nach meiner Einlieferung in das Lager wog ich nur noch 45 Kilo. Mein Körper war mit Wunden bedeckt, mein rechter Arm gebrochen und ich bekam keinerlei ärztliche Behandlung. Am Weihnachtsabend 1943 saß ich mit anderen Menschen im Lager zusammen, als mich der Kommandant rufen ließ. Ich musste mit bloßem Oberkörper und barfüßig erscheinen, er aber saß vor einem reich gedeckten Tisch. Nun musste ich mit ansehen, wie er sich all die Leckerbissen schmecken ließ. Er setzte mir zu, weil ich, wie er immer so zu sagen pflegte, so ein komischer Christ wäre und meinen Mitgefangenen Hoffnung zusprach im Hinblick auf Jesus Christus. Eine Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse herein. Der Lagerkommandant begann zu essen. Dann wandte er sich an mich und sagte, deine Frau ist eine gute Köchin, Nummer 253. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte mir, seit 7 Jahren schickt deine Frau Pakete mit Kuchen und Keksen, die ich aufgegessen habe. Ich kämpfte mit innerlicher Wut. Meine Frau und meine Kinder hatten von ihrer ohnehin kargen Ration Fett, Mehl und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte das aufgegessen. Ich bat den Kommandanten, mich wenigstens mal an dem Päckchen riechen zu lassen. Aber er ließ es nicht zu und verfluchte mich. Als der Krieg vorbei war und ich wieder auf freiem Fuß war, machte ich mich auf die Suche nach dem Lagerkommandanten. Die meisten von ihnen waren erschossen worden, aber ihm war es irgendwie gelungen, unterzutauchen. 10 Jahre lang suchte ich ihn, bis ich ihn fand. Ich ging zu ihm. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin Nummer 253. Erinnern Sie sich noch an Weihnachten 1943? Da erschrak er. Er wurde leichenblass. Das Entsetzen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Sie sind gekommen, um sich zu rächen? Fragte der frühere Lagerkommandant. Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein großer Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir zusammen Kuchen und tranken Kaffee. Dieser Mensch konnte meinen Handeln nicht begreifen. Und er begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich hatte ihm längst verziehen. Kurze Zeit später hörte ich von einem Freund, dass der ehemalige Lagerkommandant und seine Ehefrau in einer Buchhandlung beim Kauf einer Bibel gesehen worden seien. Deinem Gott Lob und Preis.
Weihnachten, woran mein Herz hängt. Wenn ich so überlege, woran ich in der Advents- und Weihnachtszeit mein Herz hänge, dann denke ich daran, wie ich jedes Jahr noch vor dem ersten Advent in den Keller und auf den Dachboden gehe und die Weihnachtskisten öffne. Und da kommen dann Schwibbögen, Pyramiden, Räuchermänner und Nussknacker zum Vorschein. Und so manches mehr an weihnachtlicher Deko und an Lichtern. Als gebürtiger Sachse, der zwar in Westfalen aufgewachsen ist, kann ich aber meine Wurzeln nicht verleugnen. Damit bin ich aufgewachsen. Das gab es immer in meinem Elternhaus. Und das liebe ich. Das liebe ich. Der Lichterbogen zum Beispiel, den ihr eben gesehen habt, der kommt direkt aus Seifen im Erzgebirge. Zugegeben, beim weihnachtlichen Ambiente hat so jeder seinen eigenen Stil, seinen eigenen Geschmack. Aber ist das alles? Wenn meine Frau und ich morgens am Frühstückstisch sitzen, dann schaltet sie dabei doch tatsächlich ihr Smartphone ein. Das ist ja eigentlich ein No-Go, das geht gar nicht eigentlich. Das Handy beim Frühstück. Aber sie checkt da nicht etwa die WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails des gestrigen Tages, sondern sie liest die Tageslosung, die sie als App heruntergeladen hat. Und am 10. Dezember, da war die Losung aus dem Alten Testament, Jesaja 40, Vers 5, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch, also alle Menschen, miteinander werden es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Dieser Vers hat mich sofort angesprochen. Alle Menschen werden sehen, wie Gottes Herrlichkeit erscheinen wird. Was für eine Verheißung, was für eine Zusage. Aber was ist denn die Herrlichkeit des Herrn? Was ist damit überhaupt gemeint? Nun, der anschließende Vers in dieser Losung, der Lehrtext aus dem Neuen Testament, gibt die Erklärung. Und zwar in Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, und da sind wir doch direkt bei Weihnachten. Gottes Herrlichkeit ist erschienen. Das, was dieser Jesaja schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt hat, das wird an Weihnachten Realität. Der Gott, der Himmel und Erde erschuf, der lässt es sich nicht einfach in seinem Himmel gut gehen. So als würde es ihn gar nicht interessieren, was hier mit dieser Welt und was mit uns Menschen geschieht. Der menschenverliebte Gott kommt persönlich. Er kommt höchstpersönlich zu uns. Gott setzt seinen Fuß auf die Erde. Gottes große Liebe zu uns Menschen bekommt in dem Kind in der Krippe im wahrsten Sinne des Wortes Hand und Fuß. Gott schickt seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Und der tauscht seine himmlische Herrlichkeit. Der tauscht tatsächlich den Thron im Himmel mit einer Krippe in einem Stall. Jesus kommt in diese Welt, um Menschen, die ihm glauben, die ihm vertrauen, Rettung, Erlösung und Heil zu bringen. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das hat der Engel den Hirten mitgeteilt. Gott startet an Weihnachten die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Und Jesus vollendet sie am Karfreitag, indem er am Kreuz die Schuld und Sünde aller Menschen trägt. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Die Weihnachtsbotschaft ist eine rettende Botschaft.
Nun, wir erleben in diesem Jahr ein ganz anderes Weihnachten. Festlich beleuchtete Straßen und Marktplätze, die haben wir. Die haben wir immer noch. Aber keine Weihnachtsmärkte. Kein Glühwein. Keine Geselligkeit. Im Gegenteil. Abstand halten. Maskenpflicht. Besuche werden eingeschränkt. Am besten Weihnachten allein zu Hause. Vielleicht haben wir uns ja schon an diese Veränderung gewöhnt. Vielleicht können wir uns aber auch gar nicht damit abfinden. Aber eines möchte ich dir sagen. Weihnachten fällt wegen Corona nicht aus. Das steht fest. Vielleicht entfällt in diesem Jahr so manches von dem, was wir aus Weihnachten gemacht haben. Aber das wahre Weihnachten, so wie Gott es sich gedacht hat, für uns, für dich und mich, das fällt niemals aus. Der lebendige Gott lädt uns ein, zum Kind in der Krippe zu kommen. Bei Jesus, da muss überhaupt kein Mindestabstand eingehalten werden. Im Gegenteil, wir dürfen ganz nah zu ihm kommen, ganz nah an ihn herantreten. Es besteht überhaupt keine Ansteckungsgefahr. Im Gegenteil. Wer zu Jesus kommt, wer ihn im Glauben und Vertrauen in sein Leben aufnimmt, der erlebt, wie ein Stück himmlische Herrlichkeit in sein Herz fällt. Vielleicht ist es gerade in dieser Zeit dran, dem eigentlichen Sinn von Weihnachten nachzugehen und Kontakt aufzunehmen. Kontakt mit dem Retter und Erlöser, denn er ist ganz nah, nur ein Gebet weit entfernt. Vielleicht ist es dran, die Hände zu falten und zu beten. Wer sich auf die Weihnachtsbotschaft einlässt, wer zum Kind in der Krippe kommt, mit Glauben und Vertrauen, der wird reich beschenkt. Gott schenkt uns seinen Frieden. Einen Frieden, der, wie uns die Bibel sagt, viel höher ist als alle unsere Vernunft, als all das, was wir jemals begreifen und verstehen. Und wenn dann Weihnachten vorbei ist, wenn dann nach Weihnachten die ganze Deko, die ganzen Lichter wieder in den Kisten verschwinden, dann bleibt aber dieses Stück himmlische Herrlichkeit, dieser Frieden, diese Hoffnung, die bleiben bestehen. Weihnachten, das ganze Jahr, was für eine herrliche Sache, wie großartig, Weihnachten das ganze Jahr zu feiern. Das ist möglich. Das kann ich bezeugen. Und mit mir viele, viele Menschen, die das erlebt haben. Weihnachten, woran mein Herz hängt? Mein Herz ist bei dem Kind in der Krippe, bei Jesus Christus, bei meinem Retter und Erlöser, bei meinem Freund und Bruder. Denn bei ihm finde ich Ruhe, Frieden und Hoffnung. Woran hängt dein Herz?
war unsere dritte Online-Lighthouse-Lounge. Schön, dass ihr dabei wart. Wir, das heißt das Team, sind immer noch ein bisschen traurig, dass wir nicht live mit euch in der Kirche feiern konnten. Aber vielleicht ist diese Online-Version ein Trostpflaster für euch. Für alle die, die sich schon lange auf die Lighthouse-Lounge gefreut haben, für die, die vielleicht sogar ihren Dienst getauscht haben, um live dabei zu sein, und für die, die vor der Kirchentür standen und liebevoll nach Hause geschickt wurden. Jetzt wünschen wir euch ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir hoffen, dass es euch gut geht und ihr in das neue Jahr gut reinkommt. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen, live in der Stiftskirche. Und jetzt spricht Leni noch für euch den Segen. Segenswort aus Afrika. Gott segne euch. Er erfülle eure Füße mit Tanz und eure Arme mit Kraft. Er erfülle eure Herzen mit Zärtlichkeit und eure Augen mit Lachen. Er erfülle eure Ohren mit Musik und eure Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle eure Kehlen mit Jubel und eure Herzen mit Freude. Er schenke euch immer neu die Gnade der Wüste, stilles, frisches Wasser und neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer neu die Kraft der Hoffnung, ein Gesicht zu geben. Er segnet euch.